Also, auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zum Online-Seminar für die Bewertung von Bauelementen, Leiterplatten und Baugruppen im Befund der zerstörenden Prüfung mit dem Schwerpunkt auf der metallographischen Präparation. Die Veranstaltung heute ist der erste von zwei Teilen. Der zweite Teil ist vorgesehen für den 6. Dezember. Heute wird es gehen von der Probe zum Bild. Im nächsten Teil, im Dezember, wird es gehen: Was sieht man denn auf dem metallographischen Präparat und kann mit den Befunden hinterher anstellen? Also etwas Spannung soll schon mal geweckt werden. Ja, mein Name ist also Lutz Brudek. Ich komme hier aus Berlin von der Technolab GmbH. Diejenigen, die bei uns schon waren zu Gast, werden die Karte wiedererkennen. Wir sitzen also im Nordwesten von Berlin im Stadtbezirk Spandau oder in dem kleineren Stadtteil davon Berlin-Siemensstadt. Der Wohlrabedamm ist ein Teil des ehemaligen Siemens-Geländes. Und das Gebäude, wo wir uns hier heute befinden, ist ein sogenannter Siemens-Normalschuppen W540 in der Denkmalsliste zu finden. Ein Spitzenprodukt der 1943-1944er Jahre. Als wir dieses Prachtstück des architektonischen Schaffens 2015 erworben haben, war uns noch nicht bewusst, dass wir ein denkmalgeschütztes Gebäude erwerben würden. Man sieht es ihm auch nicht an. Wenn man im Inneren ist, stellt man fest, dass es eine sich um eher nüchterne Architektur handelt. Aber sei es drum. Zu mir und meiner Person. Ich bin Jahrgang 1967, habe ursprünglich mal Feinwerktechnik, Schwerpunkt Gerätekonstruktion studiert und habe seit einigen Jahren in der Firma den Schwerpunkt mit den bleifreien Elektroniken, Bewertung von Schadensfällen und daneben einiges an Arbeiten für die normungsschaffenden Gremien. Das heißt den K682 von der DKE für die Aufbau- und Verbindungstechnik, den K511 für die Sicherheit elektrischer Hausgeräte und die Sicherheit von Leuchtensystemen. Alles Sachen, die jede Menge spannende Abwechslung bringen. In Zusammenarbeit mit dem FED habe ich zwei Seminarreihen. Die Seminarreihe 1 beschäftigt sich mit Qualität und Zuverlässigkeit von Leiterplatten und Baugruppen. Die Seminarreihe 2 mit dem Thema Wenn Elektronik brennt, thematisiert das thermische Ereignis in Elektronik. Und bei beiden Seminaren stellen Befunde der metallographischen Präparation einen wichtigen Bestandteil dar. Insofern, alles das, was ich Ihnen hier zeige, ist aus der Laborpraxis und stellen tatsächlich reale Objekte aus dem eigenen Haus dar. Und damit kann es ja schon mal losgehen. Metallographische Analyse, die Grundlagen. Wenn man sich mal die Aspekte einer Untersuchung so ansieht, beschreiben sie im Wesentlichen den Kreislauf, den eine Untersuchung beschreibt, unabhängig davon, was es gewesen ist. Es geht los beim Design und endet hinten irgendwo bei den Referenzen, Regelwerken und Standards. Das, was uns heute betreffen wird, ist im Wesentlichen der Aspekt der Probennahme. Das heißt, wo, wer, was wird wie untersuchen? Den Punkt 9 der Untersuchungsmethoden und Untersuchungsverfahren und in bestimmtem Maße die Referenzen, Regelwerke und Standards, wobei uns die mehr betreffen werden dann bei der Auswertung der Präparate, weniger bei dem handwerklichen Aspekt ihrer Herstellung. Gucke ich mir das Ganze aus der Sicht eines Labors an, dann ist eine typische Bewertungsgröße an Proben, eine Größe der Schichtdicke, eine Frage der Schichtabfolgen, der Nachweis von fehlstellenden Schichten, Fragen zur Gefügestruktur, die Fragen einer Gefügezusammensetzung. Dann, was den zweiten Teil dieser Seminarreihe angeht, mit den Merkmalen einer thermischen Überlast der Leiterplatte oder der Bauelemente. Im Best Case wird diese Untersuchung liefern sichere Indizien für oder gegen einen Verdacht, von der Überlastung eines Leiterzugs bis zur Einwirkung externer Substanzen, Korrosion oder ähnliches. Die metallographische Analyse mit einigen grundlegenden Aspekten. Zunächst erstmal unabhängig vom eigentlichen Untersuchungsanliegen.
Das ist der Aspekt der Probenauswahl. Das heißt also, wo und was? Der Aspekt der Probenbearbeitung. Welche Schritte sind zu erledigen und was ist zu berücksichtigen, bevor eine zerstörende Prüfung wie die metallographische Präparation loslegt? Dann der Aspekt der Auswertung am metallographischen Präparat und der Aspekt der Interpretation der Befunde. Interpretation der Befunde, ich greife mal etwas der Veranstaltung im Dezember vorweg, ist eigentlich das Spannendste. Nämlich die Frage, erstens, was sehe ich denn dort? Und zweitens, wofür kann ich das Ganze im Sinne eines Untersuchungsanliegens eigentlich brauchen? Technolab ist ein Third-Party-Labor. Third-Party-Labor heißt, wir gehören zu keinem Laborverbund dazu, sind nicht Bestandteil einer größeren Firma und sind auch gegenüber externen Geldgebern keine Rechenschaft pflichtig. Das hat den Charme der Objektivität durch Unabhängigkeit. Uns kann keiner sagen, was wir zu tun oder zu lassen haben. Es ist der Interpretationsvorteil durch eine übergreifende Arbeit. Das heißt also die Möglichkeit, innerhalb der eigenen Untersuchung oder in der Kooperation mit anderen Laboren sich einfach mal zu erkundigen, wie in diesem oder anderen Falle besser zu verfahren wäre. Und es ist der Vorteil innerhalb eines kleinen Hauses mit den kurzen Informationswegen. Es geht weniger auf dem Dienstweg verloren. Sieht man sich so eine typische metallographische Analyse an, dann hat sie einige der folgenden Untersuchungsschritte. Ich hoffe, man kann es in dem ausgegrauten Bild im Hintergrund sehen. Das ist ein zerlegtes Gerät mit einer Gruppe, mit einer Anzahl von Baugruppen, Kabelbaum, ein paar einzelnen Bauelementen dazu. Im Prinzip also der Querschnitt einer recht typischen Probe. Es geht los mit der Auswahl der Probe und Festlegung des Präparationsorts. Heißt, nicht alles wird sich schleifen lassen. Die Menge ist zu begrenzen, denn das Ganze kostet, dauert und ist aufwendig. Es ist der Punkt 2, der Vorbehandlung der Probe. Das heißt also die Reinigung, Trocknung und Fixierung nach Abschluss aller zerstörungsfreien Untersuchungen. Es ist der Aspekt der Präparation durch gezielten Abtrag bis zum Zielort. Und Abtrag ist hier bitte wörtlich zu nehmen. Es wird mechanisch abgetragen, es wird abgeschliffen. Dann die Nachbehandlung des Präparats durch Reinigen, Nachverguss, eventuell auch Ätzen. Die Frage der Dokumentation und Bilddarstellung am Mikroskop, im Wesentlichen die Übersichtsbilder für die klassischen Binokulare bzw. das Metallmikroskop. Weitere Analysen, Rasterelektronenmikroskop, elektrische Messung, dann die Auswertung der Befunde. Und dann kommt etwas sehr Spannendes. Ich werde bei dem letzten Punkt noch darauf zu sprechen kommen. Das sind die Langzeiteffekte. Denn wenn die Untersuchung offiziell abgeschlossen ist, ist das Leben des metallographischen Präparats noch längst nicht beendet. Der liegt eine Weile in seinem Speicher oder das Präparat liegt eine Weile im Speicher und es wird todsicher sich noch verändern. Und viele von diesen Veränderungen, die dabei eintreten, sind eigentlich das, was das Präparat deutlich spannend machen. Stichwort Abbau von Spannung, Visca, das Verlassen von flüchtigen Substanzen aus Spalten, der Abbau von Spannung entlang von Grenzflächen und vieles andere in dieser Richtung mehr. So, Hinweise unabhängig vom Untersuchungsanliegen. Die Methode ist definitiv zerstörend. Sonstige zerstörungsfreie Bewertungsmethoden müssen vorher abgeschlossen sein. Und das betrifft auch die Festlegung von Referenzen. Stichwort Keramikkondensatoren hat ein thermisches Ereignis. Das defekte Bauelement wird geschliffen. Andere Bauelemente aus dem gleichen Gurt oder vom gleichen Hersteller auf der Baugruppe werden ebenfalls geschliffen als Referenzen. Und dazu muss ich da rankommen. Ich werde bei dem Aspekt der Zerlegung gleich darauf zu sprechen kommen. Dann, die Probe kann auch außerhalb des Präparationsorts durch den Akt der Probenentnahme beeinflusst werden. Heißt, eine größere Baugruppe, aus der einzelne Coupons herausgetrennt werden, wird sich hinterher anders verhalten durch den Abbau von mechanischen Spannungen. Oder mechanische Spannungen, die eine Baugruppe montiert im Gehäuse noch hatte, sind an dem Coupon
herausgetrennt und eingebettet in Gießharz nicht mehr nachzuweisen. Der Präparationsort muss repräsentativ für die Probe oder das nachzuweisende Merkmal sein. Und spätestens dann wird spannend, wenn man eigentlich so seine Lieblingsverdächtigen auf der Baugruppe sucht. Unter Technikern ist das normalerweise leicht zu erklären. Wenn wir mit den Vertretern des juristischen Hauptgewerbes hier zu tun haben, dann fällt es manchmal schwer, den Damen und Herren zu erklären, dass sogar Leute mit einem technischen Hintergrund gelegentlich sowas wie Intuition haben. Das haben normalerweise nur die Vertreter anderer Berufsgruppen. Also, Auswahl eines Probenorts, der repräsentativ ist. Man hat also seinen Lieblingsverdächtigen. Und der Präparationsort muss auch für den Außenstehenden plausibel sein. Das gilt insbesondere für Untersuchungen mit juristischer Relevanz. Das heißt also, wie um alles in der Welt sind die Leute im Labor da auf die Blitzidee gekommen, dass ausgerechnet die Position XYZ, kleine runde Bohrung, neben einem Bauelement einer bestimmten Zusammensetzung dort interessant sein könnte. So, als Hinweis noch aus Laborsicht. Die Präparation liefert selber auch Informationen zur Schleifhärte. Genau genommen zu den Schleifhärten innerhalb eines kombinierten Präparats. Dann die Fragen der Rissbildung und Chip-Outs, speziell bei keramischen Bauelementen oder Bauelementen mit einem Glasanteil. Dann das Auftreten von Kavitäten, also Hohlräumen. Ich habe hier den Begriff Void ganz bewusst vermieden, weil das eher die Hohlräume in Lötverbindung assoziiert. Kavitäten können also auch an anderen Stellen auftreten. Es werden auftreten Inhomogenitäten, Eindrücken von Schleifkörnern, Eindrücken von Präparationsartefakten. Und dann das Vorhandensein von Substanzen, die als Trennmittel wirken. Substanzen, die als Trennmittel wirken, speziell nicht vollständig auspolymerisierte Lacke, Rückstände von Reinigern, Rückstände einer durch Lösemittel angegriffenen Soldermask und ähnliches mehr. Eine Sache, die wichtig ist, wenn denn hinterher sich um die Befunde gestritten wird. Häufig liefert ein Präparat mehrere Schliffebenen, eine Art Tomographie. Und die vorhergehenden Schliffebenen werden dabei zerstört. Die letzte Ebene muss also die wichtigsten Befunde liefern. Und das erfordert die Dokumentation aller Details. Heißt, was einmal weggeschliffen ist, ist rettungslos verloren. Branchenjargon, ich kann Ihnen zu der Probe nichts mehr sagen. Das Ergebnis liegt bereits in Ruhleben. Das für uns zuständige Klärwerk. So, was braucht man, um es durchzuführen? Die Mindestausstattung eines Metallographielabors. Die Elemente zur Probentrennung, also hier die Diamantdrahtsäge. Dann die Trennschleifmaschinen für Diamant- und Siliziumkarbidblätter. Eine Waage für das Ausmessen von Gießharzzusammensetzungen. Die Laboröfen auch mit Vakuumunterstützung. Schleif- und Poliermaschinen, sowohl manuell als auch automatisch. Dann das Absetzbecken für die sedimentierenden Schlämme, die sich bei dem Abtrag von Gießharz und praktisch eingebetteten Proben ergeben werden. Wichtig für die Reinigung ist das Ultraschallbad. Wenn geätzt wird, sehr nützlichen Abzug. Mikroskope mit verschiedenen Lichtquellen sollten dabei sein. Im besten Falle auch mit Lichtquellen im IR- bzw. im UV-Bereich. Und dann ein sehr interessanter Punkt, das sind die Lagermöglichkeiten. Sowohl für die Proben nach ihrer Zerlegung, als auch für Schliffe, auch temporär. Wir haben jetzt Mitte November. Das Geschäftsjahr nähert sich so langsam dem Ende. Das Problem ist, zu diesem Zeitpunkt platzt das Probenlager so langsam aus allen Nähten. Denn wir heben immer bis zum Ende des Geschäftsjahres auf, in der Regel noch das nächste halbe Jahr. Und gerade wenn das etwas voluminösere Geräte sind, wird es danach ganz schön eng im Lager. So, wenn wir Besucher erhalten, dann sind die häufig enttäuscht über das, was sie eigentlich sehen. Viele unserer Besucher kommen in ein Labor
irgendwo mit der Erwartungshaltung, ein Mittelding zu treffen aus dem Maschinenraum vom Todesstern und Dr. Frankensteins Sezierstübchen für Organtransplantationen. Das Labor ist in aller Regel relativ nüchtern. Was aber den Besuchern sofort ins Auge springt, ist dieses Bild. Eine Reihe von Exsikatoren. Das heißt, die Lagerorte für Schliffe oder für zu trocknende Proben. Ich komme auf das Bild noch zurück. Branchenjargon, die Bonbongläser. Das heißt, was Sie dort drin sehen, sieht auf den ersten Blick als metallographisches Präparat ein Bonbon verdächtig ähnlich. Allerdings werden Sie sehr lange lutschen müssen und Aroma hat es auch nicht. So, erster Schritt der Übung. Metallographische Analyse, Definition, Präparationsort und Dokumentation initial. Eine typische Aufgabenstellung umfasst Suche und Dokumentation von Auffälligkeiten. Also Hinweise auf eine Schädigung der Baugruppen im Betrieb, elektrische Schädigung, Kontamination, korrosive Degradation. Hinweise auf eine Vorschädigung der Baugruppen aus Fertigung, die auf eine Vorschädigung der Baugruppen aus Fertigung und Handling hindeuten. Also Kontamination mit Metallpartikeln, Kontamination mit Flachsresiduen. Dann die Fragen einer Bewertung der Anbindung an das Systemumfeld. Steckverbinder, Kabelbäume, eventuell auch mechanische Wellen zur Weitergabe von Schaltbefehlen. Und dann der Block Bewertung sonstiger Auffälligkeiten. Das heißt also Hinweis auf Manipulationen, auf ein Rework, auf einen Tausch von Baugruppen, Tausch von Subbaugruppen, Wartung, Beschädigung eines konformen Coatings und viele andere mehr. Bei der optischen Inspektion ist eine Unterscheidung zu treffen nach dem Zustand der Probe, External Visual und Internal Visual. Es gibt für diese beiden Begriffe eine unscharfe Definition. Für die technischen Belange zutreffend der Military Standard 883. Die Mediziner gebrauchen diesen Begriff etwas anders noch. Allgemein also aus Laborsicht. External Visual ist die Inspektion vor jeglicher Manipulation der Probe. Internal Visual ist die Inspektion während oder nach jeglicher Manipulation der Probe. Im Sinne des Labors ist eine Manipulation der Probe der erste Schritt mit einer bleibenden, irreparablen Veränderung. Heißt, wenn wir ein Gerät öffnen und dazu bloß ein paar Schrauben lösen müssen, die sich hinterher wieder reindrehen lassen, ist das, was wir im Inneren des Geräts sehen, im Sinne dieser Definition noch External Visual. Mussten dazu Lackmarken, Prüfsiegel oder ähnliches zerstört werden, wird es damit automatisch zum Internal Visual, obwohl die folgenden Bildeindrücke der Baugruppen die gleichen sein werden. Eine Unterscheidung kann weiterhin vorgenommen werden nach den Hilfsmitteln, also dem bloßen unbewaffneten Auge, einfache Vergrößerungsmittel, Lupe oder am lichtoptischen Mikroskop unter verschiedenen Beleuchtungseinstellungen. Die Verwendung von Stereomikroskop und Videomikroskop ist technisch vergleichbar und Kombisysteme sind üblich. Filter sind nützlich, gerade wenn es darum geht, beispielsweise jetzt mit Interferenzkontrast oder UV bestimmte Effekte, Stichwort Belege, dort besser sichtbar zu machen. Und sehr günstig ist ebenfalls die Verwendung von Lichtquellen mit variablem Einstrahlwinkel und variabler Beleuchtungsintensität. Gerade dann, wenn Lichtreflexe darzustellen sind, die auf den Glanzgrad einer Probe hindeuten oder um Belege, Sedimente, Stains und ähnliches sichtbar zu machen. Optische Inspektion, Dokumentation. Der einfachste ist die verbale Beschreibung. Wir haben auf der Probe Folgendes gesehen und die zeigt diese Merkmale und jenes und solches. Zeichnung, Skizze oder Grafik, häufig in Kombination mit Bildern. Dort ist das Bild entstanden, dort wurde die Schliffebene angelegt und dort wurde meinetwegen irgendein Detail entnommen. Analoge Bildgebung hat praktisch keine Bedeutung mehr. Wir haben zwar immer noch für gerichtsfeste Untersuchungen noch ein paar Analogfilme in der Kiste, praktisch aber haben die an Bedeutung verloren. Digitale Bildgebung, also Sensor.
In den Jahren hat sich die Wahrnehmung von Digitalbildern als Beweismittel verändert. Ja, sie werden als Beweismittel mittlerweile anerkannt mit leichten Einschränkungen wegen der Manipulierbarkeit. Im Bereich der technischen Dokumentation sind aber Digitalbilder der absolute Standard. Auch aus Laborsicht wieder der Hinweis: Vorsicht beim Mobiltelefon als Bilddatenquelle. Einmal wegen der Algorithmen der Bildoptimierung, dann wegen der Weitergabe sensibler Daten und wegen dem zum Teil nicht nachvollziehbaren Speicherort. Bei vielen unserer Kunden ist es üblich, uns Mobiltelefone als Bilddatenquelle generell zu untersagen, weil nicht klar ist, wo diese Bilder zum Schluss landen werden. Eine klassische Digitalkamera, kein Problem, wenn man den Chip ausliest, ist klar, wo die Bilder hingehen. Bei einem smarten Telefon kann man das mit der Eindeutigkeit nicht sagen. Mal zur Übersicht: typisches Digitalmikroskop, variable Vergrößerung und das Ganze auf dem Monitor. Monitor gibt normalerweise das Bild wieder, was für den Bericht dann auch an den Kunden geht. So, nächster Schritt. Die Probe ist also freigegeben für die Zerlegung. Es geht weiter mit Vorbereitung und Vorbehandlung. Merkpunkte, bevor zur Säge und den anderen Werkzeugen gegriffen wird. Überprüfung: Sind alle zerstörungsfreien Untersuchungen sicher abgeschlossen und die Probe freigegeben für die zerstörende Prüfung? Wenn sich das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bejahen lässt, dann kann es losgehen. Reinigung der Probe, soweit erforderlich ist. Reinigung der Probe. Bei diesem Punkt habe ich an die Proben gedacht, die wir aus Untersuchungen an thermischen Ereignissen zur Untersuchung vorgelegt bekommen. Verdreckt, verstaubt, mit Ruß belegt, Flocken und ähnliches drauf. Alles Zeug, was einen bei der weiteren Bearbeitung stören wird. Also Reinigung der Probe, soweit erforderlich ist. Dann die Kontrolle auf Gefahrenstellen. Ich komme gleich noch da drauf. Festlegung der Schnittführung. Welche Schnittführung gestattet eine möglichst geringe Manipulation der Probe? Und die Festlegung von Positionen für eine Vorbehandlung, das heißt also beispielsweise eine Vorfixierung von defekten Bauelementen oder welchen, die einen hohen Grad an thermischer Belastung hatten. Heißt, die Vorbehandlung vor dem Zerlegen ist nur bei wenigen Proben erforderlich. Das sind Proben mit einer mechanisch labilen Konstruktion, also Schwingungsgefahr beim Zerlegen. Die Proben mit einer hohen thermischen Degradation, Stichwort keramische Vielschichtkondensatoren mit thermischem Ereignis. Und dann Gläser und Keramiken mit Gefahr eines Splitterns. Heißt Glasdurchführung von Steckverbindern. Glasgehäuse, wie wir sie bei Riedrelais kennen, beziehungsweise Gläser als Bestandteil von Drucksensoren mit anodisch gebundenen Systemen. Die Vorgehensweise ist relativ einfach: Fixieren mit Gießharz in einer oder mit mehreren Schichten. Also einfach vorsichtig einbetten, sodass die Probe hinterher beim Ansetzen des Trennwerkzeugs und der Einwirkung von Wasser vom Spülen keinen weiteren Schaden leidet. Weiterer Merkpunkt: Sicherung der Identität und Rückverfolgbarkeit. Wo ist die Probe entnommen worden? Und was ist mit den Resten einer Zerlegung geworden? Das ist besonders dann interessant, wenn wir Baugruppen zur Untersuchung haben aus dem Bereich Aircraft und Military, wenn im Prinzip die Summe aller Flicken hinterher noch eine weitgehend intakte Baugruppe wieder darstellen muss, wegen der Nachweisführung und Lagerhaltung. Hilfreich ebenfalls die Art der Schnittführung. Art der Schnittführung heißt, ich komme gleich darauf zu sprechen, wird dort eher ein freigeführter Schnitt angewendet, das heißt also die Diamantdrahtsäge, oder eher ein exakt linearer Schnitt. Die Probenkennzeichnung, Identität: Wir verwenden dafür mehrheitlich Einleger mit holographischem Präparat. Eine Eingravierung ist genauso gut möglich. Wie es gemacht wird, ist im Grunde des Herzens egal, aber es sollte verwechslungssicher und auch manipulationssicher sein. Die Kennzeichnung muss also sicher gegen den Verlust der Information sein. Wasser, Lösemittel, mechanischer Abtrag beim Handling.
Eine Kennzeichnung auf der eingebetteten Probe ist in aller Regel wenig tauglich. Das heißt, durch das Gießharz durch kann man vorhandene Beschriftung auf Baugruppen in aller Regel nicht mehr deutlich lesen. Es geht weiter mit der Zerlegung. Ich hoffe, man kann es auf dem Eröffnungsbild schon sehen. Das sind die Reste einer Baugruppe, in der sich das Sägewerkzeug, in diesem Fall hier die Diamantdrahtsäge, ihren Weg gebahnt hat. Das heißt also, wir sehen etwa hier die Konturen dort, wo das Sägewerkzeug durch das Material durchgegangen ist. Und man sieht schon dort, wo es einen Richtungswechsel gibt, wird der Draht anfangen zu taumeln und wird bei dieser Gelegenheit einen deutlich breiteren Sägespalt hinterlassen, als das theoretisch notwendig wäre. Was man hier hoffentlich auch ganz gut sieht, ist, dass diese Bauelemente, diese keramischen Kondensatoren, vorfixiert sind. Das heißt, es gibt dort bereits eine Einbettung in Gießharz, bevor die eigentliche Einbettung des Coupons kommt. So, typische Präparationsschritte also. Inspektion der Zone des späteren Trennspalts auf potenzielle Gefahren für Mensch, Maschine und Probe. Das heißt, wohin geht denn eigentlich der Schnitt und was ist bei dem Schnitt alles noch mit in der Trennzone? Festlegung eines Sicherheitsabstands vom Ort der Zerlegung zum Ziel der Präparationsebene, dass nicht rein zufällig etwas beschädigt wird, was später noch untersuchungsrelevant wird. Zerlegen spanlos, brechen, schneiden, stanzen, absprengen. Klingenwerkzeug, zum Teil ähnelt hier die Laborausstattung einer solide ausgerüsteten Tischlerwerkstatt. Zerlegung spannend, Diamanttrennscheibe, Diamantdrahtsäge, Entnahme von Coupons aus der Probenmitte, beispielsweise über Fräser. So ein Extremfall, ich versuche den mal in die Kamera zu halten, stellen beispielsweise so eine Testerbaugruppen dar. Also ausgesprochen unhandliche Formate und irgendwo auf der Mitte soll man dann hier eine Probe entnehmen, einen Coupon von wenigen Zentimetern Abmessung, ohne dass die strukturelle Integrität dieses gesamten Zusammenhangs dort verloren geht. Metallgehäuse, Ätzen, elektrolytisches Entkappen, dann Erodieren oder Wasserstrahlschneiden bei Stahl oder sehr harten Werkstoffen. Weiterer Merkpunkt, giftige Substanzen. Bei Elektroniken, speziell Luftfahrt, ist einer unserer größten Feinde Berylliumoxid, weil es häufig an den Bauelementen nicht dran steht. Man hat mit den Jahren so seine Lieblingsverdächtigen. Vergoldete Anschlüsse, gelötete Keramikgehäuse, ist die Chance, dort Berylliumoxid drin zu finden, schon mal nicht schlecht. Und dann heißt äußerste Vorsicht, dass die Proben nicht trocken werden. Solange Berylliumoxid feucht behandelt wird, ist die Gefahr relativ gering. Bei trockenem Staub wird es gefährlich. Dann sind es die brennbaren oder ätzenden Substanzen, also die Lithium-Polymer-Batterien. Tantalguss in feuchter Technologie mit Schwefelsäure-Elektrolyt. Und fällt normalerweise nicht gleich ins Auge, beispielsweise austretende organische Öle. Die sind nicht giftig, aber die damit getränkten Lappen, Reinigungstücher etc. sind brandgefährlich wegen der Oxidationsneigung dieser Öle. Und dann unter Punkt 4 die diversen thermischen Zersetzungsprodukten von Polymeren. Das heißt, Mattruß ist normalerweise relativ leicht im Umgang. Bei Glanzruß und diversen anderen Zersetzungsprodukten wird die Sache dann wegen der Kanzerogenität etwas kritisch. Handschuhe spülen, Hände waschen. So, im Bild mal zu sehen, eines unserer Arbeitspferde, die Diamantdrahtsäge. Diamantdraht ist also dieses Teil, ist im Prinzip wie eine klassische Laubsäge, nur mit einem umlaufenden Draht. Und der Diamantdraht selber hat eine Dicke ungefähr 1 mm. Das heißt, das, was an Sägespalt hinterlassen wird. Diese Diamantdrahtsäge hat eine hervorragende Eignung, mit allem zurechtzukommen, was einen sauberen Span oder einen sauberen Staub hinterlässt, der den Trennspalt unmittelbar verlassen kann. Dieses Ding hat äußerste Probleme bei Proben, die sich verklemmen könnten, also durch Trennen von Kondensatoren, durch Trennen von Gehäusen von DC-DC-Konvertern
und ähnlichen Bauelementen mehr. Völlig abzulehnen sind Stahlproben wegen der Wechselwirkung mit dem Diamanten. Das heißt also, wenn dort Stahlproben versehentlich mitgeschnitten worden sind, Stichwort Flussstähle für Lagedetektoren, Stähle als Bestandteil von induktiven Bauelementen, ist also die Chance, dass die Diamanten hinterher abgenutzt sind, sehr gut und man hat wieder mal ein Draht für einige hundert Euro gehimmelt. Ebenfalls kompliziert oder ungünstig sind Proben mit weichen, klebrigen und schmierenden Substanzen, also Öle, weicher Verguss, Silikongel, weil das aus dem Trennspalt nicht ordentlich ausgeworfen wird. Im Einsatz sieht das etwa wie folgt aus, auch in schmalen Gassen, wie hier zwischen dem Steckverbinder und diesen Folienkondensatoren, lässt sich der Draht mühelos positionieren und ohne größere Flurschäden anzurichten, lassen sich dann einzelne Blöcke oder einzelne Spektrocoupons raustrennen. Das ist im nächsten Bild mal dargestellt. Dieser IC rausgetrennt aus dem Baugruppenverbund ergibt also mit dem Sägespalt ungefähr 1 mm noch eine gut nachvollziehbare Kontur und es ist hinterher auch von der Probe noch ausreichend Material für potenzielle weitere Untersuchungen zu gebrauchen. Wenn das Werkzeug sich dort seinen Weg gebahnt hat, sieht der Spalt etwa so aus. Das heißt also, der Draht mit der Diamantbeschichtung hat mit der Laufrichtung den Lagenaufbau durchtrennt und hat diese Mischung aus Glasfaser, Staub, Kupferspänen etc. aus dem Spalt ausgetragen. Proben wie diese sind schon grenzwertig, weil hier mal die Gefahr besteht, dass sich in diesen Spalten zwischen Baugruppe und Subbaugruppe dort Substanzen verhaken. Aber solange das alles harte Substanzen sind, wie diese elektronischen Bauelemente und die Leiterplatte, geht es ganz gut. Ebenfalls arbeitsfährt der Probentrenner mit gleichzeitiger Spülung. Das heißt also im Prinzip nichts weiter als eine etwas bessere Kapp- und Gehrungssäge und etwas feiner. Das Ganze ist ein Bronzeblatt, etwa 600 Mikrometer dick, hat am Rand, ich versuche das mal nachzuzeichnen, dort einen Diamantbesatz. Und dort erfolgt im Wesentlichen noch die Trennarbeit. Hat hervorragende Möglichkeiten für alles das, was hart ist. Ich hoffe, man kann es hier als kleines Detail erkennen, dieses keramische IC-Gehäuse. Da geht dieses Trennwerkzeug hervorragend durch, wird ohne weiteres aufgetrennt. Kritisch wird es bei all dem, was schmiert oder sich verklemmen könnte. Also Zerlegung auch von weichen und schmierenden Werkstoffen setzt eine andere Scheibe voraus. Da habe ich jetzt aber kein Bild eingebaut. Das sind diese Siliziumkarbidscheiben mit einer textilen Bindung. Im Prinzip sieht das Ding aus wie die Scheibe, die man auf der Heimwerkerflex aufspannt und das Ganze nur etwas dünner und empfindlicher gegen Querkräfte. So, als ein etwas älteres Gerät, dieser Probentrenner. Hier im Einsatz bei der Zerlegung einer Schliffprobe, um dort aus einem Schliff mehrere separate Einzelschliffe zu gewinnen. Das heißt im Prinzip eine bessere Wurstsäge. Es lassen sich dort sehr feine Scheiben abtrennen, die mit einer hohen Parallelität ihrer Flächen gekennzeichnet sind. Dann eher fürs Grobe diese Stahlscheibe mit Diamantbesatz. Größenordnung Spaltweite etwa 3 mm. Das hat den Charme, die hat einen dichten Besatz, auch auf der Stirnseite, auf dem Umfang, und ist deswegen in der Lage, auch schmierende Substanzen gut auszutragen. In ähnlicher Weise Sensorgehäuse abdrehen und dann Freilegen der inneren Struktur bzw. Zerlegung von etwas komplizierteren Teilen. Metallgehäuse, weicher Silikonverguss durch Auftrennen und dann Abheben dieser Silikonfüllung. So, wenn das Ganze zertrennt ist und Coupon gegeben hat, geht es weiter mit der Einbettung. Einbettung heißt, die Probe braucht eine Fixierung durch ein hartes Gießharz, was eine Präparation durch Abstützen von Flächen, durch ein Unterfüllen von Spalten beziehungsweise durch das Fixieren von losen Bauteilen unterstützt.
Auch hier wieder das wichtige Merkpunkte. Reinigung trocken oder nass oder in Kombination, in der Regel Abbürsten von Staub, nass durchspülen. Dann Trocknung der Proben bei angehobener Temperatur, auch mit Vakuumunterstützung oder einlegenden Trockenmittel. Es geht weiter mit der Auswahl der Form hinsichtlich Größe und Form, also runde Form, ovale Form, eckige Form oder ähnliche mehr. Dann Fixieren der Proben bei mehreren Proben in einem Präparat, um ein Klemmen von Luftblasen zu verhindern. Das Abstützen gegen Umfallen und Fixieren gegen Aufschwimmen bei Proben in einer geringen Dichte. Auswahl des Vergussmaterials als nächster Merkpunkt, kalt- oder warm aushärtend. Unser Standardmaterial ist ein kalt aushärtendes Material, die Kombination aus Araldit-Aradur. Wenn es die Leute so anwenden, wie es theoretisch von Ziehbar mal gedacht war, ist es ein rein kalt aushärtendes System Raumtemperatur. Wir missbrauchen dieses System, indem wir es mit leichter Temperaturanhebung verarbeiten. Das heißt, nach dem Vermischen wird die Mischung auf erhöhte Temperatur gebracht, bis die Vernetzungsreaktion einsetzt. Und für wenige Minuten ist diese Probe, da ist dieses Harz danach etwa von wasserähnlicher Konsistenz. Ich zeige es gleich noch im Bild. Also gute Erfahrung mit den kalt aushärtenden Systemen mit Temperaturüberlagerung. Heiß aushärtende Systeme sind bei kompakten Metallproben üblich, Stichwort Turbinenschaufeln. Ja, machen wir gelegentlich. Nein, ist nicht unser Kerngeschäft. Ermittlung der Menge des Vergussmaterials. Aushärtung ist eine exotherme Reaktion wegen der Gefahr einer Überhitzung der Proben. Spaltbildung bzw. Riss im Gießharz. Das heißt also, möglichst gleichmäßige Bedeckungsdicken für das Probenmaterial sicherstellen. Und dann Punkt 5, interessant noch, es ist auch eine Anmischung mit Füllstoffen möglich. Das heißt, in dieses Gießharz lassen sich Härtebildner, Stichwort Quarzsand, oder Farbpartikel mit einmischen, die es gestatten, zu einem vorhandenen Untergrund einen besseren Kontrast zu sehen. So, der Klassiker, die Formkombination also aus dem Barrel, also der eigentlichen Formröhre mit dem dicht schließenden Boden. Unsere sind üblicherweise das Polypropylen. Diese gelben Silikonformen sind in ähnlicher Weise möglich. Wir verwenden sie beide in gleicher Verwendung. Dann eine wichtige Sache, das wird auch gerne vergessen, obwohl Silikonformen im Allgemeinen keine Anhaftung gestatten, ist es trotzdem zweckmäßig, dort mit Formtrennmitteln zu arbeiten. Wir verwenden dort als Trennmittel eine Emulsion aus Wachsen und Lösemitteln. Die wird eingestrichen auf der Wandung der Form, leicht antrocknen lassen und bildet einen sauberen Trennfilm, an dem sich später Form und metallographisches Präparat voneinander trennen werden. In dem Bild sind dargestellt so die typischen Einbetthilfen, die es gestatten sollen, die Proben senkrecht in der Form dort aufzustellen. Hier ein Beispiel mal von so einem Prüfcoupon einer Lochrasterplatte, um das mal zu verdeutlichen. Möglichst also gleichmäßige Abstände und wenn in einem Schliff mehrere dieser Präparate eingebettet werden, dann auch gleichmäßige Abstände und eine gleichmäßige Ausrichtung, damit beim Vergießen später die Luft dort ordentlich raus kann. So, Anmischen des Harzes also auf der Laborwaage, dann kurz temperieren bis zum Konditionierung im Laborofen etwa die 60 bis 70 Grad. So, günstig immer, weil das Ganze doch mit erheblichen Verlusten verbunden ist in den Anmischgefäßen. Es ist günstig, mehrere Probengefäße vorzubereiten, dass in einem Arbeitsgang eine Anzahl von Proben vergossen werden kann. So, ein Labortrick, um zu vermeiden, dass beim Vergießen zu viele Luftblasen aus der Mischung mitgenommen werden, ist es also ein Trick, den Harzfaden über einen Spatel ablaufen zu lassen, sodass sich hier dann mitgeschleppte Luftblasen separieren werden. Ebenfalls günstig,
die Proben von den Seiten her langsam mit aufsteigendem Harzpegel dort zu vergießen, um Luftblasen die Chance zu geben, nach oben hin mit ausgetragen zu werden. So, aushärten, 60 bis 70 Grad. Die müssen einmal auf Temperatur kommen, danach reicht es, den Ofen auszuschalten und sie abkühlen zu lassen. In der Regel eine Tätigkeit, die wir hier über Nacht machen. Ja, das Ganze sieht dann also hinterher etwa so aus, wenn der Schliff fertig ist. So, danach geht es weiter mit dem Entkappen und Ausformen, Deckel abziehen. Und danach ist das metallographische Präparat, also dieser kleine Zylinder hier, nur noch an den Wänden gehalten. Und wenn man das mit der Vorbehandlung der Form ordentlich gemacht hat, dann wird sich das Präparat mit einem leichten Druck aus der Form entnehmen lassen. Danach geht es mit Reinigen los, weil ja diese Wachsschicht hier zum Teil auf dem Gießharz drauf sitzt. Aber es hat eine schöne, saubere Entformung gegeben. Und das Präparat lässt sich dann leicht für die weiteren Bearbeitungsstufen einsetzen. So, was in dem Bild hoffentlich zu sehen ist, mit in das Präparat eingegossen, sind jetzt die Kennzeichnungsblätter. Wir arbeiten hier bevorzugt mit Papier, entweder handbeschriftet oder maschinenbeschriftet, was im Harz mit eingegossen wird und auch nach dem Erreichen der Präparationsebene noch zu lesen ist. So, Abtrag. Abtrag heißt schleifen, bis die richtige Ebene erreicht ist. Typische Präparationsstrecke. Eine Maschine fehlt jetzt hier noch, die hat nicht mehr ins Bild gepasst. Rechts käme hier also eine Maschine zum Vorschleifen, dann der Halbautomat für den massenhaften Abtrag und dann für das händische Nachpolieren bzw. für die Sonderverfahren. Schleifen ist bei uns im Wesentlichen Nassschleifen mit Wasser als Kühlmedium und zur Abfuhr von abgetragenem Material. Wir arbeiten mit einer Umfangsgeschwindigkeit der Scheibe von etwa 1 Meter pro Sekunde. Bewegung der Probe für gleichmäßigen Abtrag ist zu empfehlen, auch weil innerhalb eines Schleiftellers dort die Umfangsgeschwindigkeiten unterschiedlich sind. Also drehen und leicht oszillieren lassen die Probe. Ja, dann Schleifen, der mit Diamantscheibe und oder Siliziumkarbidpapier mit abnehmendem Körnungsdurchmesser. Wir arbeiten hier üblicherweise nur bei sehr groben Proben mit einer 120er Körnung. Normalerweise geht es los bei der 320er und arbeitet sich dann die Stufe bis 1000er Papier hoch. Diese Angaben sind Meshweiten. Es ist kein direkter Bezug unmittelbar zur Korngröße möglich. Da muss man rechnen gehen. Einfache Regel, je höher die Zahl, desto mehr Maschen haben sich in dem Sieb zur Klassifizierung der Schleifkörner befunden. Desto feiner wird also das Schleifkorn sein, respektive desto geringer wird der Abtrag werden. In ähnlicher Weise als Referenz Trockenschleifen, das heißt das, was man aus der Heimwerkerpraxis kennt. Und dort ist die Umfangsgeschwindigkeit der Scheibe etwa 60 bis 80 Meter pro Sekunde. Verwenden wir gelegentlich auch, aber stellt nicht ein typisches Metallowerkzeug dar. Auch hier Bewegung der Probe und Schleifen mit einer Diamantscheibe und oder Siliziumkarbidpapier mit und abnehmendem Körnungsdurchmesser. Hier fängt man allerdings deutlich weiter unten an. Aber kommen Sie bitte nicht auf die Idee, die vorhandenen 1200er Körnungsblätter dort für Metallopräparationstechniken zu halten. So, Schleifpapiere sehen also etwa so aus. Was hier auf diesen Verpackungen fehlt, ist der Hinweis, dass es sich um Papiere handelt, die für Nasspräparation geeignet sind. Wird aber bei Metallo-Schleifblättern im Allgemeinen vorausgesetzt. Schleifapparatur für das Vorschleifen. Wir haben den elektrisch angetriebenen Teller. Dieser Teller hat einen Druckring. Das Ganze wird, bevor die Schleifscheibe aufgelegt wird, mit Wasser benetzt, die Schleifscheibe angedrückt, also das Schleifpapier angedrückt, der Ring aufgelegt und dann wird dieses Schleifpapier praktisch nur noch durch den Wasserfilm transportiert. Mit diesem Vorschleifen arbeiten wir bis etwa 1000er Körnung.
Ab dann ist es zweckmäßiger, wegen des gleichmäßigen Andrucks auf den Halbautomaten zu gehen. Um da mal eine Größenordnung von zu gewinnen, wenn Sie mal demnächst in Berlin sind und den Weg ins Bode-Museum finden, werden Sie auf diese Marmorstatue von Friedrich dem Großen stolpern. Der brave Mann ist dort so gut aufgestellt, dass man ihn noch mal streicheln kann. Soll man natürlich nicht machen mit Museumsgut. Aber das, was Sie auf der Oberfläche dieses Marmors finden, ist etwa der Eindruck einer 600er Körnung, um ein Gefühl dafür zu bekommen. So, es geht weiter mit der Politur, Diamantpaste, beziehungsweise mit den Schleifmitteln in Richtung Aluminiumoxid oder Tonerde. Wir arbeiten hier mit Chemotuch bzw. mit einem festen Nylon-Gewebetuch und in Kombination mit Ätzverfahren zur Betonung von Strukturauffälligkeiten wie Metallgefügen. Dazwischen immer Reinigungsschritte, um das Verschleppen von Schleifkörnern oder Artefakten zu vermeiden. So, wenn eine bestimmte Präparationstiefe erreicht ist, kann der Fall auftreten, dass ein Nachvergießen erforderlich ist. Beispiel hier Steckverbinder mit thermischem Ereignis. Es ist jetzt eine Brandkammer aufgeschliffen worden, die vorher von außen nicht zugänglich war. Das heißt, das Präparat wird genommen, wird getrocknet, gesäubert, getrocknet so und wird dann mit Harz nochmal nachvergossen und dann geht die Präparation weiter. Also Erfordernisse für Nachvergießen. Die Probe weist strukturbedingt Hohlräume auf, die beim Erstverguss nicht erreicht werden. Dann die Imperfektion in Fügestellen, also beispielsweise Voids in den Lötverbindungen und sonstige Hohlräume, also Kavitäten. Der Nachverguss schafft die Voraussetzung für eine randscharfe Präparation. Das heißt, das Schleifen gegen einen Hohlraum ist tunlichst zu unterlassen wegen einer Verrundung der Kanten und der Gefahr eines Verschleppens von Präparationsartefakten in Hohlräumen. Die Frage wird uns immer wieder gestellt: Warum arbeitet ihr nicht mit Vakuumunterstützung? Die ehrliche Antwort ist: Tun wir ja. Zumindest bei Proben, die sich dafür eignen. Die Mehrzahl der Proben eignet sich dafür nicht, weil die Vakuumunterstützung es innerhalb der kurzen Zeit nicht gestattet, dass wirklich alle Hohlräume sicher mit dem Harz gefüllt werden. Also theoretisch funktioniert es. Bei vielen Objekten der Elektrotechnik, Elektronik ist das wenig zielführend. Hier also nochmal am Beispiel dieses Konnektors mit dem thermischen Ereignis, erst bei der Präparation eröffnete Kavitäten. In ähnlicher Weise der DC-DC-Konverter erst nach dem Öffnen des Gehäuses und dem Erreichen einer weiteren Zerlegungsebene öffnen sich die Kavitäten beispielsweise unter einer Subbaugruppe bzw. unter größeren Bauelementen. In ähnlicher Weise ein Stromsensor mit einer eingebetteten Steuerungselektronik. Die Kammer wird erst zugänglich, wenn Teil der Probe abgetragen wird. So, und wenn wir soweit gekommen sind, heißt es Auswertung. Auswertung, ich gehe nochmal ein Bild zurück. Auswertung fängt eigentlich an einer Stelle an, die ich hier übersprungen habe. Ich hoffe, man kann es hier im Hintergrund sehen. Dieses etwas museal wirkende Gerät, eine Probenpresse. Die Probe, das metallographische Präparat, dieser kleine Zylinder hier, soll unter einem Mikroskop bei hohen Vergrößerungen, also geringen Tiefenschärfen, untersucht werden. Und dazu muss der Mikroskopentisch in Schwarz und die Objektoberfläche parallel sein. Man nehme also ein Stück Aluminium, lege da drauf einen Klumpen Knete. Im Prinzip tut es also klassische Kinderknete. Lege darauf das eigentliche Schliffpräparat, Blatt Papier drüber und presse das Ganze zusammen. Und fertig ist ein halbwegs ausgerichtetes Präparat, wo die Unterseite des Aluminiums und die Oberseite des Präparats sich in einer Ebene befinden. So, Auswertung, allgemeine Hinweise, Datensammlung bei der Inspektion, Dokumentation von wichtigen Merkmalen. Wichtige Merkmale heißt entweder, die durch das Untersuchungsanliegen vorgegeben werden: Schichtdicken,
Schichtzusammensetzung, Schichtübergänge, Riss und ähnliches. Oder von sonstigen Merkmalen, die für uns auffällig sind, also beispielsweise Inhomogenität in einem Basismaterial. Hinweise auf ein Eindringen von externen Substanzen, also Korrosionsmerkmale. Optische Inspektion, auch hier mit verschiedenen Methoden, Hellfeld, Dunkelfeld, Polarisationskontrast, eventuell Topographie. Dann Datensammlung geometrische Größen, Schichtdicken bzw. Korngrößen oder sonstige Gefügemerkmale und Vorbereitung der Proben für eine weitere Analyse, also REM-EDX und WDX. Was hilfreich ist, ist, von einem metallographischen Präparat Übersichtsbilder zu gewinnen. Einfach, weil es hinterher leichter möglich ist, dem Auftraggeber oder im Auftrag des Auftraggebers wieder seinen Kunden dann überhaupt plausibel zu machen, wo ist denn das Bild entstanden und in welchem Sinnzusammenhang steht denn ein bestimmtes Detail zu der Übersicht. Und das ist das große Problem an dem Metallmikroskop, dass es von der Wahl der Objektive mit einer relativ hohen Vergrößerung anfängt. Der kann bis 1200-fach lichtoptisch, deutlich unter 50-facher Vergrößerung, ist das aber mit diesem Gerät nicht sinnvoll. Und damit lassen sich komplette Schliffpräparate dort gar nicht mehr darstellen. Ja, Einsatz also verschiedener Methoden, Hellfeld, Dunkelfeld bzw. Interferenzkontrast, Polarisationskontrast und Änderung der Frequenz, also UV bzw. sichtbares Licht mit UV-Anteil. Im Schnitt dargestellt der Strahlengang in so Metallmikroskop mit den jeweils wirksamen Beleuchtungsarten, also Durchlicht und Auflicht. Typische Beschreibungsgrößen. Optisch 20 bis etwa 1200-fache Vergrößerung optisch möglich. 1200-fach, da ist das Gerät schon relativ empfindlich. Das heißt, geringe Tiefenschärfe, Oberflächeneffekte, man muss mit der Beleuchtung dort schon vorsichtig sein, und Gefahren durch Erschütterung des Geräts. Das ist ein relativ solider Aufbau, aber wenn im Haus dann an dem Tag Bauarbeiten sind, die meistens unkoordiniert anfangen, dann ist an so einem Tag eine optische Auswertung bei hohen Vergrößerungen nicht mehr sinnvoll möglich. Was nützlich ist bei unseren Proben, sind die Long-Distance-Objektive für kleine Vergrößerungen. Man hat einfach den Charme dabei, dass man die Probe unter dem Mikroskop noch halbwegs handeln kann. Ja, und Durchlicht und Gegenlicht sind bei entsprechenden Proben möglich. Durchlicht ist im Wesentlichen interessant, um die Durchgängigkeit von Bohrungen in Leiterplatten zu bewerten. Und dann geht es auf die Interpretation. Was sehe ich denn dort überhaupt? Das heißt, sehe ich dort die Effekte der Probe, das heißt, das, was ich gesucht habe, oder Pseudo-Effekte? Pseudo-Effekte heißt, was ich reingebracht habe durch den Akt der Probenzerlegung. Eine Verwindung und Verwölbung ist weg. Ein Riss, den eine Leiterplatte gezeigt hat im Betrieb bei 70 Grad Celsius, ist nicht zu sehen, da wir bei Raumtemperatur sind. Pseudo-Effekte sind aber beispielsweise auch Änderungen in einer Gefügezusammensetzung durch den Akt einer Beeinflussung mit dem Wasser des Schleifmediums, Einpressen von Körnern und ähnlichem mehr. Das metallographische Präparat wird also Merkmale zeigen, die vom Idealzustand einer Planpräparationsfläche abweichen. Also Topographieunterschiede aufgrund eines unterschiedlichen Materialabtrags durch Unterschiede in der Schleifhärte. Dann die Frage von Imperfektionen durch Kratzer oder Riefen. Mitgeschleppte Präparationsartefakte des Schleifmittels. Die Präparationsartefakte der Probe, also gerade lose Teile, die aus keramischen Objekten rausgebrochen worden sind. Klassische Chip-Outs. Dann eine elektrochemische Wechselwirkung verschiedener Metalle durch die Präparation mit Wasser. Haben wir normalerweise wenig Probleme bei einer Präparation einer Baugruppe. Liegen die verwendeten Elemente Zinn, Kupfer, wesentlich Nickel in der elektrochemischen Spannungsreihe so dicht beieinander,
dass größere Beeinflussungen durch elektrochemische Korrosion dort nicht zu befürchten sind. Das wird kritisch dann, wenn wir beispielsweise Proben haben, Gehäuse, Aluminium-Magnesium-Legierung und in der Nähe dort dann Steckverbinder mit einer versilberten Oberfläche. Und da muss es dann sehr schnell gehen, bevor die Probe wegkorrodiert ist. Ja, und Wechselwirkung mit dem Einbettmittel. Ja, das Harz wird sich beim Aushärten zusammenziehen. Punkt, das ist nicht zu vermeiden. Es wird durch die Wahl, wie das Harz dort eingebracht wird, wie die Probe nach Form ausgerichtet wird, sich minimieren lassen. Nein, es ist nicht generell auf Null zu setzen. Daher immer die Empfehlung, wenn es denn sehr empfindliche Oberflächen sind, die durch einen Vorverguss zu schützen, denn wenn es dann Abrisse gibt, erfolgen die in einer Ebene, die im Sinne der Aussage zu der Probe dort ohne Belang sind. Sieht man sich so einen typischen Unterschied im Abtrag an, einer Baugruppe, beziehungsweise hier erstmal nur der Ausschnitt mit der Leiterplatte, lassen sich aufgrund der Härteunterschiede im Abtrag sehr gut unterscheiden, die sehr harten Bestandteile, also im Wesentlichen die Glasfasern, harte Füllstoffe, beziehungsweise dann auch eingebettete Härtebildner in der Permanent Solder Mask. Relativ weich Kupfer- bzw. Lotwerkstoffe. Extrem weich die umliegenden Harze der Solder Mask bzw. die Harzbestandteile des Basismaterials. Das Ganze ergibt also eine Topografie, die den Vorteil hat, wenn man dort mit Dunkelfeld rangeht, gibt es die Möglichkeit, über im Prinzip eine Art Schattenwurf auch unterschiedlich harte Bereiche besser zu erkennen. Stichwort Inhomogenitäten von Füllstoffen. So, die Präparation ist abgeschlossen. Lagerung der Proben. Unser wichtigstes Gerät für die Probenlagerung ist der Exsikator. Der Exsikator wird betrieben mit einem Trockenmittel. Und es gibt über diese Lagerung eine Eignung für den Schutz gegen einen Zutritt von Feuchte. Trockenmittel gibt theoretisch eine Restfeuchte von nahe Null in dem Innenraum des Exsikators. Praktisch wird man diesen Idealwert nie erreichen. Dann der Schutz gegen Verschmutzung, also Verstaubung oder beziehungsweise Zutritt von Fremdsubstanzen. Sehr interessant ist noch die Sorption von flüchtigen Substanzen der Proben. Stichwort also flüchtige Bestandteile, Lösemittel, Öle oder ähnliche, die durch die Präparation nicht vollständig ausgetragen worden sind. Der Exsikator stiftet keinen Nutzen hinsichtlich eines Schutzes gegen Oxidation, denn er hat Luftsauerstoff drin und blankes Metall, Stichwort präpariertes Kupfer, wird trotzdem anlaufen, allerdings relativ wenig. Es ist kein Schutz gegen den Abbau von mechanischen Spannungen in der Probe. Das heißt also, wenn beispielsweise Teile eines Bauelements, BGA oder ähnliche, weggeschliffen sind, dann werden mechanische Spannungen zwischen Interposer und Leiterplatte sich jetzt im Schliff auch weiterhin abbauen. Es gibt keinen Schutz gegen einen Abbau von mechanischen Spannungen im Harz. Risse können sich dort bilden. Zum Teil sehen alte Schliffe, die eine Weile gelegen haben, relativ schlimm aus. Und was es ebenfalls nicht verhindern wird, sind Diffusionsvorgänge. Das heißt, die Probe altert weiter. Gefügespannungen werden abgebaut. Körner werden sich neu orientieren. Es ist in bestimmten Maße sehr hilfreich, wenn das gealterte Präparat nach einer bestimmten Zeit nochmal in die Revision kommt, um zu sehen, gibt es dort Wachstum von Whiskern? Haben sich die Gefügebestandteile, also Körner einer Lötverbindung, dort neu orientiert? Wir haben zwei Arten von Exsikatoren. Das ist der Exsikator mit dem losen Trockenmittel Calciumchlorid am Boden, diese körnige Substanz. Und wir verwenden diese Teile im Wesentlichen für die Langzeitlagerung. Heißt Proben, die für Lagerzeiten gedacht sind, deutlich länger als wenige Wochen. Sachen, die was Rückstellmuster haben oder die aus irgendeinem Grund als technische Referenz dienen. Wichtig ist, wenn Sie mit Exsikatoren zu tun haben, dass Sie die Dinger mechanisch handeln müssen. Die Dinger sind verdammt empfindlich und sind verdammt teuer.
Deswegen der Übergang von Deckel zu Grundgefäß möchte dort gefettet werden. Gibt es direkt Exsikatorfett für. Das ist eine ziemlich schmierige Angelegenheit. Und unser zweiter Exsikator ist der, in Anführungsstrichen, für den Tagesbestand. Der wird gefüllt mit klassischem Trockenmittel. Sieht nicht viel anders aus als das, was Sie als Bestandteil von elektronischen Geräten erhalten und was sich relativ schnell trocknen lässt, wenn es verfärbt, wenn es verbraucht ist. Dort ist deswegen auch der Feuchtindikator mit drin. Diese Proben sind gedacht, dass dieser Deckel, dieser Exsikator wird dafür benutzt, wenn der Deckel häufig zu öffnen ist und eine große Menge an Luft mit Feuchte dort eindringen kann. Das heißt also, wenn man abends die Laborbeleuchtung auskneift, wandert dann die Probe in den Exsikator und am nächsten Morgen geht es am Mikroskop fröhlich weiter. So, Zusammenfassung. Metallographische Analyse, Teil 1, das Handwerk. Anmerkung aus Laborsicht. Die Anforderungen haben sich spürbar gewandelt. Das heißt, im Vergleich zu dem klassischen Metallographenhandwerk, Metall, grobe, stickige Objekte, ist das, was wir erhalten, in aller Regel ein Kompaktmaterial. Das heißt, die Aufgaben treffen weniger die Aspekte einer klassischen Metallographie, also homogenes Metall, als mehr die Aspekte der Materialographie, also unterschiedliche Härten, unterschiedliche Dichten, unterschiedlicher Widerstand gegen Abtrag. Dann unter erhöhte Packungsdichte bei elektronischen Aufbauten. Das heißt, man kommt kaum noch ran. Kleine Bauteilgeometrien, auch bei zum Teil sehr unhandlichen Proben. Das heißt, im Grunde des Herzens, man weiß langsam nicht mehr, wie man diese Probe noch unter die Säge bekommen soll und trotzdem die richtige Stelle trifft. Dann Interpretation von Befunden ist erfahrungsgebunden. Die Regelwerke sind in der Regel wenig aussagekräftig oder sogar kontraproduktiv. Das betrifft beispielsweise die Bewertung von Strukturmerkmalen der Leiterplatten, wo es in den Regelwerken einer IPC üblich ist, dass die Bewertung nicht im geätzten Zustand erfolgt, wobei man dort eigentlich die wirklich spannenden Sachen sieht. Die Interpretation von Befunden betrifft auch Einflüsse aus der Untersuchungsmethode. Ja, die Untersuchungsmethode hat Einflüsse auf das Ergebnis und sollte sich zwischen diesen beiden Einflussgrößen nicht deutlich unterscheiden lassen, gilt der Grundsatz in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Das heißt, wir nehmen es auf unsere Kappe und erklären, es lag an uns, nicht an der Probe. Dann erste Erwartungshaltung. Der Auftraggeber sind häufig unrealistisch. Ein Schliff ist ein schönes Werkzeug und der Schliff kann, wenn man ihn richtig befragt, eine Menge Informationen liefern. Aber er bedarf einer Interpretation, denn ich sehe zunächst erstmal nur eine Abfolge von Schichten oder Zusammensetzungen auf vielen anderen mehr. Eine Kette jetzt zu stricken, zu sagen, weil das so gewesen ist, weil da das Wasser lang gekommen ist und dort die Potenzial überbrückt hat und dort die Korrosion gekommen ist und dann der Strom geflossen ist, ist das thermische Ereignis gekommen. Folglich hat sich in dem Schliff Folgendes da an Möglichkeiten abgebildet. Also Interpretation. Und das muss erstmal so deutlich gemacht werden, was man überhaupt sehen kann. Heißt als Punkt 8, viele Untersuchungen benötigen also eine weiterführende Analytik. Und um es zu verdeutlichen, Analytik ist irgendwo zwischen Lösung und Problem. Analytik ist keine Lösung. Sie kann für eine Lösungsfindung einen Beitrag liefern. Und ich hoffe, dass ich das so halbwegs in der Kürze der Zeit rübergebracht habe. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bitte um Ihre Fragen und Anregungen.